Komm, geh daher. Da. Ach, jetzt, ich bin ein Idiot. Ich muss ja das andere Abgasrohr auch noch wegmachen, das andere Dings da. So, hallo liebe Leute, willkommen zur nächsten Folge. Folge Nummer 4 von K-Mechanik Simulator bei der Restauration des FMW Panthers. Ja, ich bin der Schrobi, das habe ich die letzte Folge gar nicht gesagt, falls ihr es nicht wüsstet. Jetzt wisst ihr es. Und letzte Folge haben wir gemerkt, ich habe ein Geldproblem. Ihr seht oben, ich habe 890 Euro nur. Und habt da schon das Problem, dass ich nicht mal genug Kohle habe, hier um irgendwas zu restaurieren. Jetzt werden wir es so machen. Ich werde jetzt schauen, dass ich mir einfach hier so einen kleinen Auftrag hole und hoffe, dass ich da ein bisschen Kohle mache. Weil es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Dann nehme ich mir vielleicht noch so ein altes Auto. Muss ich fast den nehmen? Ich hoffe, dass ich genug Geld habe, um da Ersatzteile zu kaufen. Das ist ja das Nächste. Ne? Ist ja auch ein schöner Wagen. Das war ja von dem letzten Auto, was ich restauriert habe. Jetzt schauen wir mal, was da alles so ist. Ja, da ist halt wieder Routineüberprüfung, Fahrwerk, Lenkung. Naja. Quatsch, linker Heber. Jetzt schon das Telefon. Ich könnte ja schon mal gleich mal die Karosserieteile versuchen zu restaurieren. Das ist ja hier alles. Das Rücklicht noch. Und ein Frontlicht auch vielleicht. Nee, Kotflügel. Ja, jetzt sage ich einfach mal, ob ich das alles reparieren kann. Ja. Ja, das scheint ja zu passen. Der braucht 64%. Siehst du, für das würde ich schon 1000 Euro bekommen jetzt. Warte, hätte ich jetzt so schon mal schnell mal ein bisschen Kohle verdient, aber. Ja, ich meine, da kann man hier sicherlich noch was machen. Nein, jetzt. Hä? Bin ich jetzt blöde? Ach so, hier muss ich drücken. Ich finde, das Auto sieht schon nicht schlecht aus, irgendwie. Also, das ist echt irgendwie. Naja. Gut, das ist hier. Nein. Okay, hier der Endschalldämpfer ist gut. Abgaskrümmer ist am Arsch. Das ist das für. Aber dafür, dass damit ich das Hosenrohr rausbauen kann, muss ich hier erstmal das hier wegmachen. Weil sonst für Motor muss ich ja eigentlich nichts mehr. Fahre ich wieder hoch. Hier ist mein Hauptprojekt. Das kleine Ausweichprojekt, damit zum Kohle beschaffen. Halt hier. So, komm wieder her. So. Ach, jetzt, ich bin ein Idiot. Ich muss ja das andere Abgasrohr auch noch wegmachen. Das andere Dings da. Mein Gott. So. Abgaskrümmer. Die blöde Motorhaube auf. Und wieder hoch. Immer hoch, runter hier. Aber wenn ich das jetzt nicht wegbauen kann, dann. So. Habe ich da zufällig eins? Nö. Aber einen Mittelschalldämpfer haben wir. Wie viel Prozent will der? 64. Ja, siehst du. Dann kann man den noch den alten Schalldämpfer. Hosenrohr. I6, das ist ja gar nicht teuer. Passend. So.
das repariert. Aber ja, sogar im Übrigen, ne? Optimal. Siehst du, genau das meinte ich auch in den letzten Folgen. Dann hat man, wenn man dann so ein paar andere Autos restauriert, dann hat man halt einfach mal so einen Abgaskrümmer übrig. Ne? Warum denn nicht? Dann hätte ich wahrscheinlich sogar reparieren können. Ja, hätte ich. Hätte Fahrradkette, ne? Jetzt habe ich es nur kaputt gemacht. So, jetzt können wir schon 1400 und habe eigentlich nicht viel gemacht, ne? Hab nur für 50 Euro ein Hosenrohr gekauft. Ja. Aber es macht mir gerade Spaß. Dann bauen wir schon noch weiter. Schauen wir mal die Bremsprobleme hier. Man hat ja hier noch genug. Man kann ja auch nur Probefahrt machen. Nur das Problem ist immer, ich finde, man sieht es halt so auch schon relativ gut, was kaputt ist. Ich meine, ich sehe hier ist die Feder kaputt. Stoßdämpfer. Kann ich mal prüfen. Sechzig wollte der, ne? Ja. 65. Ja, siehst du, da haben wir auch noch einen da. Vordere Feder 66, passt. Domlager. Ja, das will er nicht nehmen. Ja. Ja, da ist ja nichts mehr. Jetzt waren wir hier. Ach, ich baue jetzt mal das andere raus. Aber nicht, dass ich da drüben auch noch eine Bremsscheibe brauche oder irgendwas. Ja, brauche ich nicht. Wir wollen nur das da. Okay, hier ist der Spurstangenkopf wohl kaputt. Kommen die weg. Kupplungsstange auch kaputt. So, der Stoßdämpfer. Ja, nee, der geht nicht. Ich will ja 64 haben, ne? Gut, da Federfoden muss ich wohl kaufen. Kupplungsstange habe ich noch eine übrig. Das war wohl alles von dem FMW Panther da. Zahnstange, ja, blöd. Aber da kann man vielleicht reparieren. Zahnstange wäre schlecht. Ja, sehr gut. Ah. Ja. Oh, 70, Gott sei Dank. Dreimal habe ich reparieren müssen. Oh, das war übel. Spurstange ist gut. Ja. Naja, da haben wir noch blöde schlechtere Dinge ein. So. Vordere Feder. Ich hoffe halt, dass ich nicht zu viel ersetzen muss als neue Teile, weil so viel Kohle habe ich nicht, weil 800 oder jetzt 700 Euro ist ja nicht wirklich viel. Zack, Domlager kann auch noch verhauen. Bremsbeläge kaufen, ganz schlecht. Bremsbeläge, naja. Einen guten Bremssattel habe ich. Nachher Bremsscheibe. Oh, teuer. Das Geld wird knapp, also gut vorne.
Ah, ich vergesse immer die Lagerbuchsen, ne? Ist da vielleicht. Ja, das ist immer schwierig, wenn man da nicht so richtig hinschauen kann. Ja, die vielleicht. Nee, die passt. Da brauche ich aber keine gute an. Was hat er? 64% sind da auch, ne? Oder? Ja, 64 passt. Ich baue die jetzt mal aus. Da kann ich mir auch noch eine schlechte einbauen. Aber ganz fies so, wie so eine fiese Werkstatt, ne? Nee, da will er die Lagerbuchsen nicht ausbauen. Ja gut, hier habe ich schon viel gefunden jetzt. Wie kriege ich da jetzt schon? Bin ich schon jetzt schon 2700. Ja. Aber ich habe halt dann schon immer den Drang, das auch alles zu reparieren. Ich will den jetzt nicht so halb fertig abgeben. Das ist doch auch blöd. Ja, jetzt sind die Reifen, mache ich zum Schluss hin. Alles durch. Oh je, meine. Da muss ich alles abbauen. Da darf ich schrauben. Zum Glück ist da nicht so viel Zeug dran, ne? Das auch noch. Wenn man das Teil da, diesen, wie heißt das Scheißding? Hintere Antriebswelle halt. Ja, da muss man alles wegbauen. Ja, ganz übel. Denn da noch? Ach, das Zeug hier. Bremszeug, naja, da ist nur die Bremsbeläge, die Bremsscheibe. Ja, die ist auch durch. Das ist auch kaputt. Nee, nicht Inventar. Oh, jetzt schauen wir mal. Okay, da habe ich wohl alles. Da habe ich wohl alles gefunden, das ist schon mal gut. Das ist auch immer eine Erleichterung, wenn man alles gefunden hat, was zu reparieren ist, weil man dann irgendwann so einen Scheiß immer rumsuchen muss. Okay. Das ist arschteuer, das Ding. Hintere. Das garantiert ist das arschteuer. Ach nee, geht sogar. 450 kann ich mir sogar leisten. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie so 1000 Euro kostet. Ja dann. Das andere ist ja alles gut hier. Passt, das war nett. Neu machen. Bremsscheibe. Oh, da habe ich ein paar da. Ha, wie passend. Das ein.
eine Platte, wunderbar. Ja, läuft schon, so. 64% muss ich mir merken. Schlussdämpfer, ja, aber auch in dem alten andrehen. Federhaube. Wunderbar. Ah, nee. Ah. Fehler, Fehler, Fehler. Ich faule immer so tendenziell immer das Schönste ein, aber muss ich ja nicht, muss ich ja nicht. Ich kann ruhig ein paar schlechtere einbauen. So. So, was haben wir hier noch? Hm. Ja, die Bremsbelege kann. Ja, ja, ich habe nicht genug Geld, ich weiß. Bremsbelege, ja. Oh, jetzt habe ich mal 5 Euro, Alter. Naja. Verkaufe Schrott. 33 Euro, optimal. Das habe ich jetzt auch noch nie gehabt, dass ich so wegen ein paar Euro rumeiern muss. So. Okay, die Felgen. Das habe ich zu 100% repariert, ne? Ja, Bremsscheibe, die hier. Ach, da brauche ich nochmal Bremsbelege, Alter. Und Stoßdämpfer, hm. Mit Federplatte. Ach nee, Mini. Jetzt baue ich mal ein, was alles geht. Gut. Gut, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mir die Kohle fehlt, um hier und da was einzubauen. Also das Schlimmste ist ja schon mal, dass ich hier noch nicht mal mehr so einen U-Bolzen habe. Da könnte ich nicht mal ein kaputtes einbauen. Gut, jetzt habe ich natürlich die Sache noch, dass ich hier einen Schrott habe ich mir verkauft. Jetzt habe ich halt hier noch das ganze Gedöns hier. Kaufen wir halt hier ein bisschen was. Okay, Bremsbelege. Ach, da bist du ja schon da. So. Okay, jetzt fehlt mir nur noch der Stoßdämpfer. Welchen brauche ich da? Ferbi. Mausträger weg. Ach, komm schon. Nein, ach komm. Pferde B, so. Hinterer Stoßdämpfer B. Naja, geht ja vom Preis. Ach ja. Blattfeder, U-Bolzen. Der ist erfrischend günstig. Ja. Schauen wir mal, alles repariert, herrlich. Was kriege ich jetzt da? 6000 Euro, ja, das ist der Wahnsinn, ne, was man da kriegt. Genau diese Felge. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Schau ich mal, ob ich ihn abgeben kann. Also 6400, fast 6500. Kriege ich jetzt dicke Kohle. Sehr gut.
Herrlich, da habe ich jetzt Geld verdient. Jetzt habe ich jetzt wieder 6.500 Euro und ich hoffe, das reicht jetzt, um das Auto hier fertig zu machen. Weil ich brauche noch ein paar Tuning-Teile und hin und her, da braucht man schon ein bisschen Geld. Zur Not kann ich noch ein paar gute Teile verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch mal ein ganzes Auto herrichten muss, um da die Kohle, um an die Kohle ranzukommen. Aber ich denke mal, ich bin da zuversichtlich. Aber das werden wir nächste Folge sehen. Mal gucken, was da kommt. Ne? Man weiß es nicht. Ich weiß es jetzt auch noch nicht. Okay, dann danke ich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, netten Kommentar, abonnieren. Wie auch immer, was ihr wollt. Und ich sage Tschüss. In der nächsten Folge. Ja, Baby. Da geht was, oder? Ja gut, ich brauche immer noch Kohle. Ich brauche ja noch für die Restauration diese 1800. Und muss noch vorne die Leuchten kaufen.